So eine gescherte Ruhm. Jetzt schaust du, dass du heimkommen. Gern. Brav. Vielen Dank, Herr Bierling. Komm, Bimbo, wir gehen ins Bett. Schwell. Das ist schon eine gemeine Idee, wenn die alten Weiber alle daherkommen werden. Ja, wenn? Es ist aber schon, dass Sie den Zettel erwischt haben, Schnipsi. Ja. Ich hab ja nicht wissen können, dass Sie für Ihre Mutter einen Mann suchen. Das ist aber gar nicht einfach in dem Alter. Das ist in unserem Alter schon schwer, aber in dem Alter, da werden Sie rein. Vielleicht fragen Sie mal beim Veteranenverein nach oder beim mobilen Essenstransport am Roten Kreuz, dass die einen wissen. Die Geschichte mit Ihrer Mutti, die ist wie bei meinem Opa. Ja, der hat auch plötzlich zum Spinnen angefangen. Mit dem haben wir nirgends mehr hingekommen. Der hat jede, die erwischt hat, zwickt. Was zwickt? Wo? Wo? Ja, auf der Straße, beim Metzger, in der Kirche. Das war dem völlig wurscht. Einfach her und zwickt. Ja, sieh, da dürfen Sie was unternehmen, weil wer weiß, wo sich das noch hinentwickelt bei der Mutti. Und das in der Provinz. Wenn diese Triebe kein Ventil kriegen, dann entwickelt sich das oft ins Abartige. Mhm. Stellen Sie einer vor, Ihre Mutti als zwickende Nymphomanin von Tölz. Oh mein. Also na, Probleme gibt's. Da geht's mir gleich wieder besser. Es ist ja nur schon, dass es mit der Anzeige jetzt nicht mehr geht. Frau Hinterseer, die Anzeigenannahme ist doch unten in der Markstraße, oder? Ja, warum? Ich gebe jetzt ein Inserat auf. Schön. Aber könnten Sie vorher. Was? Also ja. Entschuldigen Sie bitte, was soll das hier heißen? Ich? Das heißt, ich, 72, jedoch jünger aussehend, suche dich. Was? 72? Ja, warum? Also, gnädige Frau, ich würde Sie niemals für 72 halten. Gäh, die Anzeige ist doch nicht für mich. Ach so. Oh, bitte entschuldigen Sie, aber ich habe ja gesagt, ich würde Sie auf keinen Fall für 72 halten. Nein, niemals. Sehr nett, vielen Dank. Es baut mich wahnsinnig auf. Du mit deinem blöden Fußball! Entschuldigung, die hat mir ausgekommen. Ich kann schon wieder Scheiße schreiben. Aber wir sind doch versichert, oder? Sowas, hä? Jetzt ist bald wieder Muttertag und es ist immer noch so kühl, gell? Ich hab immer noch eine lange Unterhosen an. Und Sie? Nee, ich hab keine lange Unterhosen an. Also, nein, ich mein, sind Sie allein da? Ja, ich bin ganz alleine hier, ja. Sind Sie überhaupt alleinstehend? Ja. Mei, hab ich ein Glück. Und sind Sie recht einsam? Sie. Entschuldigen Sie, bitte schön. Aber da kann man doch was dran ändern. Ach, grüß Gott, Herr Hübner. Sie, ich bin belästigt worden von Homo, von Homosexuellen. Sie? Ja, ich da hinten. Da sitzt er. Hier, schauen Sie. Da hast du wieder ein Opfer gefunden. Komm du bloß mit mir, sonst macht er sie auch noch an. Das ist schon komisch. Ich hab nie gewusst, dass Schwule auf mich stehen. Ja, übermorgen ist wieder Muttertag, gell? Und ich hab immer noch ein. Haben Sie noch eine Mutter? Nicht mehr. Schade. Und eine Frau? Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Wirklich? Mei, hab ich ein. Ja, Bert. Schnipsi, seine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Was? Wirklich? Ist das wahr? Ja, sowas. Was nehmen wir denn da? Für die Leber. Ich habe jahrelang die Grünen genommen und die haben mir die Leber völlig ruiniert. Die Leber ist sie. Ja, dann. Herbert, komm. Wiederschauen. Wiederschauen. Schnipsi, es war doch. Was ist denn, wo rennst denn hin? Ah, eine kaputte Leber. Was meinst du, wie schnell da die Mutti einen Pflegefall im Haus hat? Ach so. Gute Besserung.
der junge Torschütze. Komm, schieß mal her. Haben Sie für die Omi schon einen Mann gefunden? Was? Ach so, nein, leider noch nicht. Sind Sie verheiratet? Nein. Und haben Sie eine Freundin? Auch nicht. Sie waren was für die Omi. Was? Na, ich weiß nicht recht. Papa, ist es der Mann mit der kaputten Scheibe? Schmidtke. Grüß Gott. Ich hätte die Rechnung dabei. Der war was für die Omi, Papa. Vielen Dank. Fußball spielen kann er auch, schau. Die Omi braucht keinen zum Fußball spielen, Pauli. Aber ich? Die Kinder, hemmungslos. Jetzt kommen sie doch rein, Herr Schmidtke. Genau. Ich sag Ihnen was, ich schwitze jeden Tag 4 Blusen durch. Mhm. Jetzt hat mir meine Frau dieses Estragon verschrieben. Was, Estragon? Das brauchst du auch nicht verschreiben lassen, Frau Hinterseer. Das wächst der Pfundweiß bei mir im Garten. Sie meint Östrogen. Also, nein, das habe ich nicht im Garten. Ach, ich komm gleich, gell? Salon Beauty Haferkorn. Also, du bist es. Was? Na, na wirklich? Du, ich bin eh gleich fertig. Ich komm gleich heim, gell? Wahnsinn! Bei uns sitzt der Mann daheim für die Mutti! Na, doch! Also, Herr Schmidtke, dann dürfen wir Ihnen wirklich unsere Mutti vorstellen. Da kann man ja nicht viel passieren, oder? Nein, im Gegenteil. Du Schnipsi, und wenn wir gleich morgen zum Muttertag mit einladen, ha, Herr Schmidtke? Wie bitte? Ja, dann können Sie unsere Mutti gleich direkt, also garantiert ganz unverbindlich kennenlernen, ha, Schnipsi? Ja, genau. Da geht alles in einem Aufwasch. Hä? Oh, Sie gehen aber ran. Also, ich glaube, ich sollte jetzt besser gehen. Und da, Herr Schmidtke, schauen Sie mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Auf in den Kampf, Torero, Herr Schmidtke. Ja. Apropos, wie stehen Sie eigentlich zur Operette? Was? Er kann doch morgen Abend mit der Mutti in Zigeunerbaron gehen. Wir haben sowieso bloß 2 Karten gekriegt. Moment, Moment. Du hast wieder bloß 2 Karten. Dann hätte ich wieder allein einige gemessen mit der Mutti in den Schmarrn. Jetzt reg dich nicht auf, wenn wenn der Herr Schmidtke hingeht, hä? Wo gehe ich bitte hin? In den Zigeunerbaron, Herr Schmidtke. Also das ist so ein Erlebnis, das müssen Sie gesehen haben. Und auch gehört. Ich verspreche Ihnen, Herr Schmidtke, Sie werden an unserer Mutti Ihre helle Freude haben. Die Frau hat ja die Konsistenz von einer 20-Jährigen, gell? Also meine Frau und ihr Mutti, die könnten Schwestern sein, gell? Man weiß nicht, welche von beiden die ältere ist. Da bin ich aber gespannt. Das ist ja ein richtiges Abenteuer, in das Sie mich da hineinmanövrieren. Sind Sie Schreiner vom Beruf? Was? Ach so, nein, wir basteln gerade was zum Muttertag. Ach so. Ja, eins muss ich Sie jetzt doch noch fragen, Herr Schmidtke. Wie schaut's bei Ihnen so gesundheitlich aus? Wie? Na, weil das kann man doch nicht früh genug, gell, weil, verstehen Sie, die Mutti von meiner Frau, die hat ja einen Vati jahrelang gepflegt. Ich meine, sie hat's wirklich gern getan, gell, aber wir möchten ihr das doch nicht noch einmal zumuten. Ja, ich mir auch nicht. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber deswegen hast doch du den Leberkranken nicht mehr. Da war mitten im Kurpark ein Leberkranker. Sie können beruhigt sein. Mir geht es gut. Ich habe nur ein etwas erhöhtes Cholesterin. Ja, Cholesterin, das ist bei mir auch. Das geht und geht nicht runter. Also, ich würde sagen, Cholesterin, kein Hindernis, Herr Schnipsi. Na, mögen Sie noch einen Tee, Herr Schmidtke? Ja, gerne. Ja? Und Zucker? Nein, danke. Nein, ich meine, haben Sie Zucker, also Diabetes? Nein, wirklich alles in Ordnung. Dann dürfen Sie ja, also dann würde ich sagen, dann ja. Trinken wir jetzt auf einen erfolgreichen Muttertag. Prost! Herbert, wie findest du das Kleidl für die Mutti? Ja, sehr gut. Entschuldige, Schnipsi. Was ist denn das? Ein Topflappen. Das ist doch kein Topflappen. Ja, eben. Der Pauli muss in Handarbeit einen Topflappen zum Muttertag häkeln. Und jetzt ist er ganz unglücklich, weil er das nicht kann. Mhm. Sag einmal, Schnipsi, kannst du ihm den vielleicht häkeln?
mir selber einen Topflappen zum Muttertag. Ja, furchtbar, gell? Du, aber sag ihm Pauli nichts, gell, dass du das machst, weil das soll ja eine Überraschung werden für dich. Der darf nicht hinschauen beim Häkeln. Genau. Mhm. Und geh jetzt nicht ins Wohnzimmer, weil wir basteln jetzt was Schönes für dich. Warte mal. Schau, nimm das Heftpflaster mit für deine Finger, gell? Ah, danke. Bitte. Du weißt, Mutti, und dann können wir nämlich heute alles in Ruhe machen, gell? Wenn wir morgen keinen Stress haben. Grüß Gott. Feier ist ja warm. Jetzt schauen Sie aber, dass Sie weiterkommen, gell? Weil sonst gehe ich ja noch mit zusammen. Bissgurken, Aldi. Was haben Sie zu mir gesagt? Hab ich was gesagt? Komm jetzt, Mutti. Nein, das will ich jetzt genau wissen. Der hat zu mir Bissgurken gesagt. Ja, noch haben Sie es ja eh gehört. Also, ich meine, gehört, das muss ich sagen, für einen Alter. 1a. Sag dir noch was. Eines Tages rutscht mir noch die Hand aus. Mutti, jetzt komm und gib mir Ruhe. Genau, geben Sie Ruhe. Und Sie auch, gell? Oh, ja, schaffen wir's halt. Sag einmal, Schnipsi, ist der Käse noch gut? Ja, der ist ganz frisch, Herbert. Also Mutti, ein bisschen lassen wir es noch einwirken, gell? Du, das ist genau deine Farbe. Und wirst sehen, bei Tageslicht kommt das ziemlich natürlich raus, gell? Ja, hoffentlich. Ich verstehe überhaupt nicht, was du wegen mir für ein Brimborium machst. Ja, weil morgen Muttertag ist. Na und? Jetzt, Herbert, lass am Pauli noch einen Kartoffelsalat übrig. Friss nicht so. Was häkelst du denn da? Ja. Ein Topflappen für den Muttertag. Für mich ein Topflappen? Nein, für die Schnipsi. Was, sie häkelt sich zum Muttertag selber einen Topflappen? Nein, für den Pauli. Für den Pauli? Ein Topflappen zum Muttertag? Von der Schnipsi? Für die Schnipsi vom Pauli. Als Überraschung. Hallo. Hallo, Pauli. Was stinkt denn da so? Das ist die Schönheitsmaske von der Omi. Mutti, nicht das Gesicht bewegen. Hm? Spürst du eine Spannung? Ja, ich hab das Gefühl, als ob es mir alles hinterziehen darf. Ach, dann wirkt's. Das ist nämlich eine ganz tolle Maske. Was, die stinkt ein bisschen, aber sie strafft. Du, schau mal, da habe ich noch das Kleidl. Ha? Das schaut doch super aus, hä? Weißt du übrigens, dass wir morgen einen Gast haben, Mutti? Na, wen? Den Mann, den wo ich die Scheibe geschossen hab. Mit wem? Schmidtke heißt er, ein Witwer. Mutti, jetzt müssen wir alles abwaschen, gell? Vorsicht bitte, gell? Die Maskenbräsel, die mag nicht das Gestinger, die zeige ich meinen Teppich drin an. Ja, wie schaust denn du aus? Wie ein Pekinese. Was? Genau, mir ist nicht gleich gefallen. Aber wie ein Pekinese schaust du aus? Das weiß ich. Aber am Montag gehe ich als erstes zum Friseur. Die lasse ich nimmer an meinen Kopf. Aber Mutti, du schaust viel jünger aus. Ja, wie ein junger Pekinese. Genau. Also da bemüht man sich und bemüht man sich. Nimm sie. Mama, komm. Alles Gute zum Muttertag! Mein Pauli, danke! Das ist aber lieb! Ich hab wieder rangekommen, Mama! Ja, du und ich nicht noch hin! Das kann ich mir nicht mehr! Alles Gute zum Muttertag, ja! Mama? Den haben wir für dich gebastelt, Mama! Wäsche denn da? Danke, Pauli. Und mit meinen besten Stücke dekoriert. Hä? Und angemalt haben wir auch, in grün. Hui! Aui, Papa. Aui. War dir doch noch nicht ganz trocken? Der Papa hat gesagt, trocken ist er. Gell, Papa? Besser wie mit die. Gell, Papa? Aui, das tut mir leid. Mein Herbert, du bist ein solches Rindviech. Der Papa ist kein Rindviech. Ich verstehe das nicht.
Dabei hätte ein Heldenhoroskop. Du musst dich verrechnet haben. Hallo? Guten Tag. Entschuldigung, aber die Tür stand offen. Der Herr Schmidtke. Grüß Gott, Herr Schmidtke. Das ist der Herr Schmidtke. Herr Schmidtke, wir haben gerade Muttertagsbescherung. Na, du bist vielleicht eine Enttäuschung. Jetzt ist wieder Muttertag und ich habe noch immer keinen Enkel. Dann sei nicht los mit dir, bis in 15 Jahren. Finde ich wirklich gemein, Mutter. Ich hab dir schon immer gesagt, der Kurt ist weit unter deinem Niveau. Was heißt hier Niveau? Man nimmt halt, was man kriegt. Mei, ich sag seit 14 Stunden bin ich mit ihm in die Wehen gelingen. Gell, Herbert? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, er war schon damals nicht der Schnellste. Zweimal Rehgulasch. Ja. Einmal mit Kartoffelbrei. Ja. Dem sein Kopf hat ausgeschaut. Oh mei. Naja, er war ja auch eine Zangengeburt. Aber Gott sei Dank hat es wieder ein wenig verwachsen. Was hast du ein wenig? Das Gott ja aber kann. Ah, grüß Gott, Frau Bertele. Einmal Hirsch. Hirsch, das bist doch du, Herbert. Ja, der Hirsch bin ich. Das Geweih hat sich schon ein wenig verwachsen. Mutti. Hm? Ist der nicht süße? Wer? Ja, der Schmidtke. Na, gefällt mir der Herbert schon viel besser. Der hat doch viel mehr Sexappeal. Weißt du übrigens, Mutti, dass der Herr Schmidtke wahnsinnig gern in die Operette geht? Nein. Mei, ich liebe die Operette, Herr Schmidtke. Ach ja. Ich wäre auch sehr gern Sängerin geworden. Ich habe ein enormes Talent gehabt. Nur die Stimme hat gefällt, leider. Kennen Sie das Land des Lächelns? Ach ja, nee, Frau, das ist meine Lieblingsoperette. Oh, meine auch. Immer nur lächeln und immer vergnügt. Immer zufrieden, bis immer sich fügt. Lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen. Ach, wie schön Sie singen können. Danke, danke. Aber Sie haben ja auch einen sehr intensiven Sopran hier, Frau. Das kann man wohl sagen. Hm. Herr Schmidtke, gell, Sie wissen schon, die da ist. Ich hab gemeint, Herr Schmidtke ist für die Oma Lilli. Jetzt Herrschaft, pass halt auf, Pauli. Das war nicht ich, das war die Mama. Und das ist das Gulasch? Na, kaum geeignet für die dritten 10. Können Sie das beißen da? Ich? Doch, schon. Und da haben Sie aber ein gutes Gebiss. Wie kommen Sie denn nur zu einer so schönen Singstimme, Herr Schmidtke? Nun, ich hatte schon immer einen sehr hohen Tenor, aber leider ist die Stimme im Laufe der Jahre etwas nach unten gerutscht. Ja, ja. Da rutscht manches nach unten. Wir haben alle mit der Schwerkraft zu kämpfen. Gell, der eine mehr, der andere weniger. Gell, Schnipsi? Wie meinst du das, gell, Schnipsi? Obstessig soll gut sein für die Stimme. So. Das hält sie jung. Du, oder gurgeln mit Morgenurin. Tust du das? Seitdem habe ich kein Häusel mehr. Voll geil, Fiomi! Das ist doch ein ganz altes Hausmittel. Apropos, wenn Sie mich mal ganz kurz entschuldigen, ich muss mal. Also, ich habe durchaus nicht den Eindruck, dass Ihre Mutter eine Bekanntschaft wünscht. Doch, die Frau lächzt förmlich danach. Und das mit dem Morgenurin, das hat die Mutti gar nicht so gemeint. Ja, ich fand das aber ziemlich eindeutig. Na, das hat sie wohl gelesen. Der Morgenurin ist ja gerade in aller Munde, gell? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das dürfen sie gar nicht ernst nehmen. Das ist der Mutti ihr Humor, gell? Ja, aber der legt sich mit der Zeit, gell? Wenn Sie mich bitte jetzt mal entschuldigen. Aber gerne, Herr Schmidtke, gell? Und bis gleich. Herr Schmidtke, ich darf sagen, wenn Sie bieselt haben, dann geben Sie doch der Mutti die Operettenkarten und Sie werden sehen, wie schnell die Frau auftaut.
wenn Sie unbedingt wollen. So, bitte sehr. Ah, ich kenne ihn. Nein. Sie sind doch der vom Kurpark. Sie brauchen nicht mehr von mir davonrennen. Ich habe jemand anderen gefunden. Gell, Herr Schmidtke? Gehen wir raus zum Fußballspielen. Ja. Mutti! Was ist denn? Der Herr Schmidtke hat was für dich. Hm? Was ist denn? Also, Ihre Kinder haben mich gebeten, Ihnen das zu überreichen. Aber eigentlich... Für mich? Ah, sag's bloß nicht, Zigeunerbaron. Wie sie das da rat, gell? Unser Mutti. Ja. Hey, da schaust. Heute Abend. Ja, das passt mir ja überhaupt nicht. Ich mag doch heute nicht mehr weg. Ich bin froh, wenn ich aus meinen Gummistrümpfen rauskomme. Herr Lili, wenn du nicht neige, magst du dich denn so gern rein. Ja, aber freilich, da gehst du nicht. Aber. Mhm. Was? Ach, ich liebe den Zigeunerbaron. Geh, du hast ihn doch noch nie gesehen. Nein, noch nie. Ja, so eine Freude. Aber jetzt muss ich hinaus. Ich komme aber bald wieder, gell? Also Mama, wie du dich an den Schmidtke hängst, das ist doch, der Schmidtke ist für die Mutti und nicht für dich. Für dich ist der Dampfkochtopf. Genau, und für die Mutti ist der Schmidtke. Du kannst nicht alles haben, einen Dampfkochtopf und einen Schmidtke und einen Zigeunerbaron. Ich will ja gar keinen Dampfkochtopf. Der fliegt mir bloß um die Ohren. Nein, der fliegt dir nicht um die Ohren, Oma, weil das ist nämlich ein guter Topf. Der hat ein Sicherheitsventil. Und jetzt lass mich doch einmal rein, weil ich habe nämlich kein Sicherheitsventil. Ach. Nein, du zwickst jetzt zusammen, das wird jetzt nur ausgeredet. Sag einmal, Mutti, wo ist du jetzt ein Mann oder nicht? Was? Ja, weil dann würde ich dir nämlich dringend raten, dass du nicht dauernd von deiner Urinkur erzählst und von deinen dritten Zähnen. Das ist unerotisch, Mutti. Wovon reden denn die ganze Zeit? Vom Schmidtke. Du sollst heute Abend mit ihm in Zigeunerbaron gehen. Was? Ja, ich mag aber gar nicht, ich kenn den doch überhaupt nicht. Und ich tät so gern gehen. Jetzt bist du aber steil. Das ist ja furchtbar, wie du dich an den Mann hinhängst. Du kennst ihn doch gar nicht. Sie kennt ihn ja auch nicht und sie will ja gar nicht, aber ich will. Hier geht es nicht um Wollen, Oma. Die Mutti... Sie müssen nur der Zigaretten nachkommen. Gleich da hinten. Dankeschön. Ja, bravo. Grüß Gott, Herr Bierling. Mama, Mutti, das ist der... Bitte gern. Herr Bierling. Ja, grüß Gott, Herr Bierling. Herr Bierling, das ist also unsere Mutti. Ja. Wegen der mir neulich... Das ist die für diesen Mann so. Ja. Jawohl, Herr Bierling, das ist sie. Was? Ein Mann für mich? Nicht? Der Herr Bierling hat zufällig neulich mitgekriegt, Mutti, dass wir für dich einen Mann suchen. Ja, ich will doch gar keinen Mann, spinnt ihr? Sie geniert sich, ist ja logisch, gell? Aber du hast doch selber zu mir gesagt, du nimmst dann jeden. Ich hab zu dir gesagt, dass sie an jeden nimmt. Geh. Ich? An jeden? Da, er. An den hast du hingehängt. Pass dir bloß auf, Herr Wachtmeister. Was? Der nimmt jeden. Er nimmt an jeden, sie nimmt an jeden. Ja, sag einmal. Ja, sag einmal. Ihr spinnt's doch. Also, wenn der einer spinnt, dann bist das du. Was, ich? Ja, auf den Läuberl hast gepfiffen, ins Telefon hast geschossen. Na. Was, wer hat geschossen? Ach, sie. Nicht geschossen, gespritzt hat's. Also, ins das Telefon. Geht kein Menschen was an. Das ist eine Sache zwischen Läuberl und mir. Ja, und mich wollten sie auch noch an sie verkuppeln, so eine Frechheit. Was, mich an den? Ja, seid ihr total übergeschnappt. Ja, aber das ist doch... Wir sind nicht übergeschnappt, du bist übergeschnappt. Was, ich? Ja. Warum schluckst denn du die Antibabypille, hä? Was? Oh, ich schluck doch keine Antibabypille mit 70. Mutti, der Dr. Wiesinger hat uns alles erzählt. Der Wiesinger? Ja, der hat scheinbar auch noch nichts gehört von einer Schweigepflicht. So, und jetzt passt mal auf, ihr noch total überschnappt. Diese Pillen, die tue ich im Mörser zerreiben und tue es mit Haferflocken mischen. Frisst du die mit Haferflocken? Als Antibaby-Müsli. So ein Schmarrn! Die geben denen blöden Tauben, damit sie sich nicht noch mehr vermehren und alles verscheißen. Ach, ist doch wahr auch, nicht wahr? Und die haben gedacht, du nimmst das selber. Wenn ich das jemand erzähle. Ja. Und erzähl's halt nicht.
Ich muss einmal, jetzt hält's mich nicht auf. Ja, da schaltest du wieder Blaulicht ein. Ich muss auch. Genau. Mir ist schlecht. Ich brauche Muttergenesungsurlaub. Ja. Ah! Na, hörst du mal, finden Sie keinen anderen Platz? Dann starrt sie. Sonst bringe ich ihn! Herrschaft, Zeiten! Schwer. Also, servus, Mutti. Dankeschön, Karl. Oh mein, bin ich froh, wenn dieser Muttertag vorbei ist. Ja, das darfst laut sagen. Herbert, halt einmal. Sag mal, geht das jetzt wieder los? Sieh die Pille! Und das um die Klappe! Das ist gut! Und da war nicht die für die Daumen? Ja, genau! Das ist ja, ganz gut! Aber das ganze Theater ist ja bloß deswegen entstanden, weil sie sich bei meiner Tochter beschwert haben. Alles nur deswegen. Ja, das tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Frau Anderl. Wollen Sie einen Schluck? Ja, gern. Friede. Wenigstens für heute. He? Gut, für heute. Aber für länger mag ich für nichts versprechen. Gell? Gut. Prost. Prost. Ich bin auch froh, wenn der Muttertag vorbei ist. Mein Herr Schmidtke, ich freue mich ja schon so auf heute Abend. Aber die Freude ist ganz auf meiner Seite, Frau. Schenkt man sich Rosen in Tirol. Aber das ist nicht aus dem Zigeunerbaron. Nicht? Also wurscht. 26, 27, 28, 29, 30. Oh, endlich im Bett. Ui, jetzt haben wir den Topflappen vergessen. Ist es der Topflappen? Ja, bitte. Au, was? Fauli! Mama? Ja? Ich hab noch was für dich. Alles Gute zum Muttertag. Ah, ja sag mal, ja, was ist denn das? Ein Topflappen. Mei, der ist aber schön. Ja, danke, Pauli. Da schaust du, wie schön unser Pauli häkeln kann. Ja. Eigentlich hab mir ja gar nicht ich gehäkelt, sondern der Papa. Was? Der Papa? Aber am Vatertag musst du dann du machen, Mama. Ich? Genau, dann bist du da. Ah, aha.